Ja, bei mir ist der Trainer vom SV Sölzenich, Andreas. Wie enttäuscht bist du? Eigentlich sah vieles nach einem Sieg, nach einem verdienten Sieg auch über eine ganze Zeit lang hier aus. Ja, wir haben zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Die erste Halbzeit war klar dominierend, haben da versäumt, vielleicht das zweite Tor zu machen. Waren dann ja, zum 1-1, werden wir nervös, machen dann aber noch 2-1, sollten wir eigentlich Sicherheit bekommen. Aber wir haben dann total wieder die Ordnung verloren, in alte Muster verfallen und haben nicht unser Spielsystem gespielt, was wir eigentlich spielen wollten und die erste Halbzeit auch souverän rübergebracht haben. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, wenn der SV Sölzenich nicht irgendwo hinkommt, jeder ist 10% mehr motiviert, muss die Mannschaft damit auch erstmal klarkommen. Ich hatte so teilweise Eindruck, es war wie ein Pokalspiel heute für Blubich. Also ihr seid schon die Gejagten so, ne? Ja, die Gejagten sind wir schon, ist ganz klar. Wir haben ja uns auch als Meisterschaftsfavorit angegeben, aber wie gesagt, wir dürfen einfach so eine zweite Halbzeit spielen. Wir dürfen auch nicht in 8 Minuten 3 Tore kassieren, die wirklich nicht rausgespielt waren, sondern die wir wirklich da eingeleitet haben, selbst eingeleitet haben. Das sind halt auch individuelle Fehler, die müssen wir halt einfach abstellen. Aber das ist wirklich schwierig, wenn man sieht, wie die zweite Halbzeit da war, ohne System und ohne Ordnung. Und dann die erste Halbzeit sieht, was wir für Systeme haben und wie viel Potenzial wir überhaupt haben. Abschließende Frage, jetzt geht es gegen Tarforst. Ein Gegner anderer Couleur, aber zu unterschätzen ist er auch nicht, glaube ich, ne, am Sonntag. Kein Gegner ist hier zu unterschätzen. Ne? Wir müssen auch mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Ne? Nur müssen wir halt, wie gesagt, uns daran wirklich hochziehen, dass wir ein System haben, uns an dieses System halten und wie gesagt, im Kollektiv dieses Spiel gewinnen und nicht durch Einzelqualität, die wir am Platz haben.